Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Karel Gott-mäßigen Tschechentester des Vertrauens. Wir sind heute in unserer Heimat im Schwarzwald. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ja, und während es in Australien brennt, müssen wir uns damit abfinden, dass Klimawandel wirklich Wirklichkeit ist und wir es langsam auch richtig arg zu spüren bekommen. Aber darum geht es nur am Rande. Ziemlich traurige Einleitung für ein hoffentlich witziges Review. Wir haben hier den Skoda Scala und naja, im Mai 2019 gab es eine traurige Nachricht für mich, nämlich RIP. Rapid. Der Vorgänger vom Scala wurde beerdigt und dafür haben die Tschechen gedacht, der Scala wird geboren. Leiter, wer Matheunterricht gut aufgepasst hat, Scala kennt er. Ne? Und während ich immer sage, auch ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter, hihi, haben die Tschechen hier ein verdammt konkurrenzfähiges VW-Konzernprodukt auf die Beine gestellt. Dieses Auto gibt es nur als Baseback-Variante, soll für junge Leute sein, mit digitalem Cockpit. Während er das hier drin nicht hat, hat er die Ausstattungsvariante Style. Stylisches Style-Paket mit dem Emotion-Paket drauf. Ja, und wir haben hier den 1,6 Vierzylinder TDI, also Dieselmotor mit 115 PS. Und das werden wir machen. Ich werde euch dieses Auto außen vorstellen. Mir gefällt es ziemlich gut, deswegen fällt mir das leicht. Wir werden reingehen. Ich werde euch den Innenraum präsentieren, die Rückbank, den Kofferraum. Wir werden natürlich fahren, das gehört beim Auto mit dazu und soll ja auch Spaß machen. Der hat hier auch das 7-Gang DSG drin, was ganz spannend ist. Ich werde euch dieses Auto preislich und seinem Wettbewerbsumfeld einordnen. Eben alles machen, was aus meiner Karriereisten-Karel-Gott-Sicht und dann auch hoffentlich auch aus eurer zu diesem Auto-Review mit dazugehört. Ihr findet uns nicht nur auf YouTube, da habt ihr uns gefunden. Macht die Glocke an, macht mich zu einem glücklichen Mann. Ihr findet uns auch, wir sind nur im Team stark, auf Instagram, Facebook, schaut da vorbei, da seid da unterhalten, informiert und ansonsten auf www.derautotester.de findet ihr sowieso alles, was euch glücklich macht. Da müsst ihr nie mehr woanders was zu Autos suchen. Und dann geht es jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan, Hallöchen und dem Skoda Scala. Viel Spaß bei meinem bzw. unserem Review. Und dieses Skoda, den ich meine, nennt sich Scala. Ich stehe im Profil vom Scala und will euch, Karel Gottmäßig, Gott hab ihn selig, wie den Rapid erklären. Wo kommt der Scala her? Wo will der C-Segmentler hin? Und wie kann man diese tschechische Kombination in ihrem Wettbewerbsumfeld einordnen? Erstmal gab es den Rapid 7 Jahre lang und dann im Sommer 2019 wurde er beerdigt. Ich habe euch den Nachfolger Scala, was so viel heißt wie Treppe oder Stufe, ist lateinisch, hatte ich nie, genauso wie italienisch übrigens, vorstellen jetzt. Ja, ich war damals in Kroatien, habe euch den schon als Benziner vorgestellt, das findet ihr auf unserem Kanal und inzwischen sind die Tschechen, was ihr gesamtes Produktportfolio angeht, extrem gut aufgestellt. Was haben wir? Wir haben den Citigo, den kleinen, wir haben den Fabia in zwei Varianten auch als Kombi, dann haben wir hier unseren Scala jetzt, wir haben den Octavia und wir haben drüber den Superb, den es dann auch genau wie den Octavia als Kombi gibt. Und dazu haben wir jetzt natürlich ein relativ breites Segment an dem Boomer-Segment, nämlich den SUVs mit dem Karmic, der auch auf der Plattform hier steht, mit dem Karoq und mit dem Kodiaq, der noch mal größer ist. Apropos Plattform. Die Plattform hier ist MQB-A0, also modulare Querbaukastenplattform A0 im VW-Konzern. Was steht da drauf? Audi A1, VW Polo zum Beispiel oder der Seat Arona und zum Beispiel auch das SUV Karmic jetzt bei Skoda, was ganz interessant ist. Und dieses Auto ist, wie man es von den Tschechen kennt, für Segment ziemlich groß geworden. Nämlich der ist ja 7 cm länger als der Rapid. Was interessant ist, dieses Auto ist größer als ein VW Golf 7 inzwischen. Ja. Soll für junge Leute sein. Sehr interessantes Auto, was Preis, Leistung angeht. Aber ich will gar nicht zu viel labern, euch interessiert. Ja, was gibt es denn noch in dem Wettbewerbsumfeld? Im VW-Konzern gibt es vieles, das wissen wir ja. Ja, wir haben richtig viel. Jeder Hersteller hat was in dem Segment. Wir haben Renault Megane, wir haben Mazda 3, wir haben Toyota Corolla. Ja, ganz schön vieles, ne? Und dann ist es interessant, denn die Tschechen haben gesagt, ja, eigentlich ist unser Auto so gut, wir wollen damit so ein bisschen an der Oberklasse kratzen, um den BMW 1er, um die Mercedes A-Klasse. Ob es dieses Auto, was in der Variante Style mit seinem Dieselmotor hier steht, schafft? Das wollen wir erstmal an der Optik und an den Hardware-Features außen beurteilen. Also schauen wir uns einfach mal rundherum an.
Ja, na, macht euch die Warnblinkanlage ja auch so nervös. Genauso wie euch macht es auch die Passanten hier. Hier ging gerade eine Frau durch und hat gesagt, na, läuft er nicht mehr? Ich habe gesagt, doch, ist ein Skoda, der läuft immer und der läuft und läuft und läuft. Hier steht da übrigens in der Ausstattungsvariante Style. Wir haben Active, Ambition, Style und noch eine höhere Monte Carlo Ausstattungsvarianten hier dran. Und ja, wir haben Image und Emotion, während Image als Ausstattungspaket 210 Euro kostet. Das kommt zum Beispiel ja, mit einem Dachkantenspoiler in Waagefarben, mit einer verlängerten Heckscheibe. Aber wir haben hier eben Emotion drauf, kostet 1330 Euro im Ausstattungspaket. Style ist ein Preisvorteil, denn alleine hier die Leuchten kosten, glaube ich, über 700 Euro und das Panorama-Glasdach kostet nochmal genauso viel und da haben wir noch Extras. Was haben wir hier? Wir haben hier LED-Leuchten. Schönes beim Scala, der kommt serienmäßig schon immer mit LED-Leuchten. Das sind hier die mit Kurvenabbiegelicht und Tagfahrleuchte. Hier steht es drauf, Skoda Crystal Lightning. Und wir haben unten hier die Nebelscheinwerfer, was auch schön ist. Wischt hier nicht durch, sondern blinkt nur. Und ansonsten mag ich an diesem Skoda nicht nur die blaue Farbe, sondern auch die dezente Optik. Hier der Kühlergrill mit einer Chromumrandung, Skoda-Zeichen hier drauf, leichte Lufteinlässe hier unten, hier vorne wohnt der Motor, kleine Lippe, hier unten nochmal ja, so eine Kieme und das war es dann eigentlich auch schon vorne. Ziemlich schön, ziemlich zurückhaltend, ziemlich Skoda. Das Auto ist 4,36 Meter lang und damit 6 cm länger als der Rapid, hat auch mehr Radstand, ich glaube 2,58 Meter. Dann haben wir hier in Style 17 Zoll Felgen drauf, richtig schöne, dezente Felgen. Hier haben wir schwarz, dann hier oben Chrom oder Silber, sehr schön. Nicht viel Schnickschnack, kein Plastik um die Radhäuser im Schweller. Und dann haben wir hier natürlich auch Simply Clever Lösungen, denn wir haben hier einen Tickethalter. Wenn man zum Beispiel irgendwo parken geht, klemmt man hier rein, muss man nicht da vorne hinlegen und Angst haben, dass er runterfällt. Das Paket, was ich euch beschrieben habe, kommt mit schwarzen Spiegelkappen, kommt mit dem Panorama-Glasdach, schaut euch an, wie riesig das ist. Sieht nicht nur von außen riesig aus, sondern auch von innen, ehrlich gesagt. Aber übrigens, Simply Clever bin auch ich, aber noch cleverer ist mein Skoda, denn wie oft gibt es das, wenn es unterwegs ist, regnet und hat für seine Frau keinen Regenschirm dabei, ich quasi nie. Und dann gibt es den Skoda in beiden Türen drin. Schon ziemlich praktisch, ne? Da sind die Tschechen einfach manchmal, ja, eine Nummer voraus, Gentlemans wahrscheinlich, oder sie haben einfach Angst um ihre Frisur. Hier hinten haben wir abgedunkelte Scheiben, sehr schön. Und jetzt im Side-Profil, schaut es euch an, ist das ein sehr dezentes Auto. Frontgetrieben ist er immer. Und spannend ist, wir können eine Tieferlegung um 15 mm haben, die ich nicht empfehlen würde, und wir können eine Höherlegung um 15 mm haben, die ich ehrlich gesagt auch nicht empfehlen würde, weil das kann man sich einfach sparen. Und dann seht ihr hier was Schönes, das ganze Dach hier hinten oben ist schwarz und in dem Paket haben wir eben auch den Dachkantenspoiler, auf den ich nicht verzichten wollen würde, weil das ist ein Auto für junge Leute, der hier dann auch in dem teuren Paket in schwarz kommt, den gibt es auch in Wagenfarbe. Und schön ist dann, wie beim Rapid ist, ja, die Heckscheibe hier runtergezogen bis zum Kennzeichenhalter. Hier steht es drauf, Skoda, es hat zum Glück noch niemand drauf geschrieben, putz mich, du Sau. Ich will nur sagen, ich mag die Optik, denn die ist nicht prollig, zurückhaltend. Und wir haben nicht nur vorne die LED-Scheinwerfer, sondern auch hier hinten LED-Scheinwerfer. Und dann haben wir hier ja, dieses durchwischende Element. Und dann ist im VW-Konzern natürlich oft die Frage, hier steht es übrigens nochmal drauf, Skala, Karriereleiter. Wo kommt denn der Auspuff raus? Wie viel? Ich will euch eigentlich nur beschreiben, wo. Hier unten sind so angedeutete Auspuff-Endrohre. Kommt nichts raus, kommt unterm Schweller raus. Finde ich ganz dezent, finde ich gut. Und ansonsten ist es eben halt eine dezente, zurückhaltende Optik. Keyless Entry Paket, 590 Euro, elektrische Heckklappe ist drin, schlüsselloses Zugangssystem, sehr schön. Dann haben wir hier nochmal eine extra Matte drauf. Hier unten haben wir noch eine Reserveradmulde, wo man dann Dinge vor der Freundin verstecken kann. Wenn man schon einen Schirm dabei hat, kann man sich es auch erlauben. Hier oben nochmal ein kleines Netz. 467 bis, und ich klappe jetzt mal eine Seite einfach um. 1410 Liter Kofferraumvolumen und das ist einfach riesig, riesig praktisch hier, vor allem mit der elektrischen Heckklappe. Ich würde euch Style empfehlen, ich würde euch empfehlen, ja, wahrscheinlich das Emotion-Paket und ich würde euch das Keyless Entry-Paket nehmen, weil
war ein Preisvorteil und das Auto wird insgesamt auch nicht zu teuer. Was wir jetzt natürlich mal machen wollen, ist auf die Rückbank gehen, denn das ist ja ein Auto, was für junge Leute zwar geeignet ist, aber vielleicht auch für Familien. Schauen wir mal, wie viel Platz da auf der Rückbank ist. Also sprechen wir über die Rückbank und ich weiß, dass es in der Klasse wichtig ist, wie viel Platz man hier hinten hat. Es gibt ja noch den Karmic, den SUV, ein schönes, schaut es euch an, Panoramadach hier drin. Das ist erstmal mega geil von der Optik und dann stehe ich nicht mit dem Kopf hier an. Klar, gehe ich ganz zur Seite, stehe ich an. Ihr fragt es immer wieder, ich bin 1,88 Meter groß, viel zu schwer. Und ich habe richtig viel Platz, für die Knie habe ich Platz, für die Schultern habe ich Platz, ich habe hier hinten eine Kopfstütze, beim Kopf habe ich Platz und ich kann schön diesen schmalen Sitz hier vorne in die Hand nehmen, habe hier zwei USB-C-Stecker. Ich kann die Rückbank hier nicht in der Länge verstellen, was ein bisschen schade ist und ansonsten ist hier innen klar Plastik, aber ist alles sehr wertig verarbeitet. Schwarz, wir haben keine Armlehne hier in der Mitte, aber dafür toll ausgeformte Sitze hier mit den Kopfstützen, mit so einem Zierelement, mit Griffen hier oben, mit hier so einer kleinen Leuchte, einen schwarzen Himmel. Aber das klingt alles relativ aufregend. Was aber noch aufregender aussieht tatsächlich von hier hinten, ist das, was ich da vorne sehe. Also gehen wir mal auf die teuren Plätze da vorne. Ja, sprechen wir über den Innenraum und während hier ganz schön viel Sonne reinkommt, geht auch mein Herz hier drin auf. Warum eigentlich? Naja, also wir haben hier unterschiedliches Plastik. Hier vorne Plastik, hier nachgiebiges, hier hartes Stoff in den Türen und ihr würdet sagen, Mensch, ist doch eine Plastiklandschaft. Und ich sage, ja, aber es ist gut verarbeitetes Plastik. Und wir haben auch hier so Zierelemente drin, wie hier ja, so ein Zierstreifen aus Chrom mit so einem Klavierlack. Dann haben wir hier so diese Musterung drin. Und vor allem haben wir viel Ablageflächen. Wir haben zum einen hier vorne ein Fach fürs Handy, wenn man das hat. Induktive Ladefläche, kann man das da vorne induktiv laden. Wir haben Cupholder hier. Wir haben da zwei USB-C-Stecker, sehr modern, Platz in den Türen, in der Armauflage haben wir hier ein bisschen Platz und ansonsten Platz für die Schulter, Platz für die Beine und einfach ein gutes Gefühl. Hier unten nochmal ja, ein Handschuhfach und wenn man sich dann jetzt hier umschaut, dann fühlt man sich einfach sehr wohl. Es ist alles leicht fahrerorientiert und dann haben wir serienmäßig hier drin natürlich ein analoges Cockpit, teildigital hier vorne, aber wir bekommen optional natürlich ein volldigitales, haben wir hier leider nicht drin, deshalb kann ich das nicht zeigen. Ich fange mal mit dem hier an, kann man sehr leicht durchspielen hier in dem Lenkrad, was echt gut in der Hand liegt mit perforiertem Leder hier in den Griffflächen. Jedenfalls drückt man hier drauf, hat Audio, Telefon, Fahrzeug, die Fahrdaten, die Assistenten und ja, das ist wirklich gut bedienbar. Auf der linken Seite Sprachsteuerung. Hier unten haben wir nochmal so einen kleinen Arm für ein Abstandsregeltempomat. Wir können das Lenkrad auch verstellen. Wir können es nicht nur in die Höhe verstellen, sondern auch raus und reinziehen. Links haben wir alles für die Steuerung dann fürs Licht. Ja, und dann haben wir hier unten noch so ein bisschen was zur Steuerung von der Klimaanlage hier. Drehregler, sehr schön hier. Oben wird es wieder angezeigt. Und dann haben wir hier auch noch ja, die Möglichkeit, dass wir einfach die Sitzheizung anmachen. Ja, und dann müssen wir über das Zentrum, das Herz von dem Auto sprechen, nämlich das Infotainment. Das bekommen wir Basis 6,5 Zoll groß, es gibt ein 8 Zoll großes und es gibt ein 9,2 Zoll großes, was ja, die höchste Ausstattungsvariante dann vom Infotainment ist. Das hier ist wirklich sehr intuitiv, liegt im Blickfeld, sieht aus wie ein aufgesetztes Tablet, aber das ist wirklich, besser kann man sich es ehrlich gesagt kaum vorstellen. Radio haben wir hier, Media haben wir hier, Menü, ja und dann können wir hier ganz leicht durchstehen, Radio, Telefon, Smart Link und das ist schön, denn wir können über Apple CarPlay, Android Auto nicht nur mit dem Stecker an der USB-Buchse hier das Handy verbinden, sondern eben auch over the air, iPhone von Markus hat das schon gemacht, ich auch, ja und dann haben wir hier den Klang. Ein ganz wichtiges Thema sind die Assistenzsysteme. Die kann man schön bei Setup erkennen, nämlich da haben wir ein ACC, ein Abstandsregeltempomat, automatische Distanzregeln, Frontassistenz, Notbremsassistent, Spurhalteassistent, eine Müdigkeitserkennung, proaktiver Insassenschutz. Und wenn man dann nicht weiß, was das genau ist,
Ja, dann steht es hier. Diese Funktion erfasst kritische Verkehrssituationen und so weiter. Sieht man dann hier schön. Und wenn einem das immer noch zu kompliziert ist, hat man hier die Symbole für die Müdigkeitserkennung, für den Lane Assist, für den Abstand zum Vordermann. Kann man hier alles sehr, sehr gut machen. Über Menü geht es immer wieder zurück. Setup, rechtliches hier. Phone hat noch einen eigenen Knopf in den beiden Leisten hier. Dann haben wir hier noch App, also Apple CarPlay, Android Auto, was man dann schön anzeigen kann. Und die Daten zum Auto hier mit dem Durchschnittsverbrauch zum Beispiel, sehr schön. Und wenn wir schon dabei sind, was wir im Auto verstellen können, dann haben wir hier den Fahrmodus-Schalter. Eco, normal, Sport ist schon voreingestellt, sehr schöne Grafik dahinter, typisch Skoda-mäßig kühl. Und wenn wir jetzt mal sehen wollen, was da verändert werden kann, ist es der Antrieb. Den können wir von Normal Sport hin zu Eco machen. Die Lenkung von Normal zu Sport, das Fahrwerk von Normal zu Sport, also haben wir ein adaptives Fahrwerk. Und das ACC können wir auch ändern hier individual. Und das ist dann schon eine ganze Menge. Und schaut mal, hier oben haben wir dieses wunderschöne Glasdach. Hier haben wir auch noch die Möglichkeit, das abzudunkeln. So funktioniert das. Aber ehrlicherweise ist dieses Glasdach so schön und so hell, vor allem bei so einem Wetter, das will ich nicht abdunkeln. Und dann spricht man noch kurz über die Sitze. Es sind im ersten Moment Stoffsitze, ja. Aber das sind sportliche, dünn geschnittene Sitze, die sind bequem, geben guten Seitenhalt, haben Löcher hier drin. Und naja, da brauche ich keine Ledersitze, das sind richtig tolle Sitze. 7-Gang DSG hier drin und jetzt fasse ich den Innenraum mal zusammen. Der schick, modern, konnektiv, gutes Infotainment, viel Platz. Und da frage ich mich, was will man mehr? Ja, einen tollen Motor oder einen Motor überhaupt. Schauen wir mal raus, ob einer drin ist vorne und sprechen über den. Ja, sprechen wir über den Antrieb und die Frage, ob der Motor vom Scala die Scala nach oben hin sprengt. Und dabei erstmal will ich vielleicht die Frage klären, bevor es hier arrogant wird. Und eigentlich haben wir es ja mit einem tschechisch kühlen, zurückhaltenden Auto zu tun. Was gibt es denn für Antriebe hier drin? Die Leistungsspanne reicht von 95 bis 150 PS. Ja, und da haben wir dann drei Diesel-Varianten beziehungsweise einen Dreizylinder-Motor mit 95 und 115 PS und einen Vierzylinder-Benziner mit 150 PS. Ja, und beim Diesel, da haben wir die Wahl aus einem Motor. Das ist der hier, ein Vierzylinder mit 115 PS, so wie er hier steht. Ich bin Diesel-Fan, deswegen habe ich mir den Diesel genommen. Sagt, was ihr wollt. Ich erkläre euch auch gleich, warum ich Fan von diesem Auto bin. Und es gibt noch den 1 Liter TSI-Motor mit 90 PS als Erdgas-Variante. Irgendwann wohl in Zukunft, haben die Tschechen versprochen. Ich mache hier jetzt mal die tschechische Klappe auf. Meine Klappe werde ich vielleicht zu euren Ungunsten oder zu euren Gunsten nicht halten und ich erkläre euch was zum Motor und warum bin ich Fan davon. Ja, quer verbaut hier vorne, Vierzylinder, 250 Newtonmeter, 115 PS. Das Auto wiegt 1416 Kilogramm. Ja, und der Diesel hat halt den Vorteil von viel Drehmoment, von unten raus, Frontantrieb haben wir und so beschleunigt dieses Auto in 10,3 Sekunden. Auf 100 wird 201 km/h schnell. Das ist der erste Vorteil. Aber der zweite, noch viel wichtiger bei diesem Auto, das ein 7-Gang DSG hat, Serie ist, eine 6-Gang Handschaltung ist, der hat einen Normverbrauch von 4,1 Liter. 4,1 Liter Normverbrauch angegeben. Ich habe 5 gebraucht. Vielleicht auch mal 4,8, aber 5 Liter in so einem Auto, Verbrauch, Diesel, preiswerter, ist im Unterhalt halt unschlagbar, muss ich euch ehrlich sagen. Und gleichzeitig haben wir auch relativ viel Spaß damit. Ich glaube, um so viel Spaß in einem Benziner zu haben, müssen wir eigentlich schon mindestens zum 150 PS, nicht zum 115 PS Benziner greifen. Das ist der Vorteil. Aber ich kann euch jetzt natürlich in der kalt-tschechischen Theorie viel erklären. Was wir machen wollen, ist was viel Emotionaleres, nämlich reingehen und unsere Rennskala auf der Straße fahren. Los geht's. Ja, kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, dem Fahren. Erstmal, so sieht er aus, ein Skala-Schlüssel und dann haben wir Frontantrieb. 7-Gang DSG, 115 PS, 1,6 Liter Motor, 100 beziehungsweise 250 Newtonmeter maximales Drehmoment. Hier geht er an am Start-Stopp-Knopf. Wir haben noch eine Handbremse hier drin. Fahrmodus fangen wir mal normal an. Ja, und dann geht es jetzt auch los. Und jeder, der jetzt hier erwartet, Mensch, das geht so Ferrari, McLaren, Porsche-mäßig ab, der irrt. Aber was ich sagen will, man kann mit dem Auto hier echt eine ganze Menge Spaß haben.
denn der liegt echt gut auf der Straße. Es ist eben kein SUV, der hat einen niedrigeren Schwerpunkt als SUVs und der hat auch mit dem Motor einen echt soliden Verbrauch. Angegeben ist das sogar mit 4,1 Liter. Ja, und ich habe hier drin knapp an die 5 gebraucht, was wirklich sehr, sehr gut ist in diesem Auto. Und ja, habe sehr viel Spaß damit, denn der ist auch durchzugskräftig. Der wiegt nur knapp was über 1,4 Tonnen. Und damit macht er mir richtig Spaß. Er ist klein, wendig, gibt mir eigentlich ziemlich viel von dem, was ich von einem Auto will. Und dann ist die große Frage hier drin, ja, was ist jetzt das Richtige für mich? Die 6-Gang-Handschaltung oder das 7-Gang-DSG? Und ich würde sagen, man kann an vielem sparen, aber ich bin ein Riesenfan von diesem VW-Konzern 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, denn das ist richtig solide. Das Einzige, was ich hier vermisse, sind die Schaltpedal am Lenkrad, aber ansonsten macht es sehr viel Spaß. Und jetzt, apropos Spaß, schalten wir mal in den Sportmodus hier und dann merkt man schon, ja, die Lenkung verändert sich ein bisschen. Wir sehen es ja dann auch, ich habe es euch gezeigt, die Gasannahme wird ein bisschen direkter hier drin, die Dämpfung wird ein bisschen sportlicher, das ACC verändert sich auch, wenn wir auf Sport gestellt haben. Und dann haben wir hier halt ein Konzept, was sehr, sehr viel Spaß macht. Nicht nur hier in den Weinbergs, sondern generell auch auf der Autobahn. Das ist ein Autobahnauto hier. Denn wir haben Abstandsregeltempomat, wir haben Spurhalteassistent, wir haben sehr viele Sicherungssysteme hier drin, bequeme Sitze. Und das ist dann am Ende vom Tag, finde ich, schon sehr gut. Die Lenkung liegt sehr gut in der Hand. Wir haben echt das Gefühl, dass wir ein knackiges Auto haben. Und dann ist bei euch natürlich immer so im Kopf ein bisschen, ach, ein Diesel, ich weiß nicht, ein Diesel, der ist Sohn der Kritik. Und ich sage, warum denn nicht? Denn wir haben so viel Drehmoment, wir beschleunigen 10,3 Sekunden auf 100, das Auto wird auf der Autobahn 201 km/h schnell und wir haben echt guten Normverbrauch. Da müsst ihr mir erstmal einen Benziner zeigen, selbst mit aktiver Zylinderabschaltung, selbst mit 3 Zylindern, der da mithalten kann. Und das ist dann am Ende vom Tag, finde ich, ökologisch bzw. ökonomisch und darum geht's, klar. Ist Benzin und Erdöl eine endliche Ressource, aber da kann aus meiner Sicht bei diesem Auto kein Elektroauto mithalten. So, und jetzt fasse ich mal zusammen und jetzt wird es ein kleines Loblied. Dieses Auto kann, was Fahren angeht, alles, was ich für den Alltag brauche. Es ist klein genug, damit wir in Parklücken reinkommen. Es ist groß genug, dass wir auch zu viert reisen können. Und das ist dann am Ende vom Tag schon sehr viel, was dieses Auto kann. Hat Sicherheitssysteme, ist durchzugskräftig. Wenn ich hier mal durchdrücke, klingt der Beschleunigungswert gar nicht so hoch. Aber der Verbrauchswert klingt natürlich grandios in den Ohren von Sparfüchsen wie mir. Und da würde ich sagen, das ist gut. Ach, übrigens, eine kleine Sache noch will ich euch zeigen. Wir haben hier auch eine Rückfahrkamera. Hinten sieht man nämlich nicht so gut raus. Und wenn ihr hier mal schaut, die ist ziemlich klar, ziemlich gut. Die Linien werden hier nicht angezeigt. Dafür haben wir Parkpiepser und vorwärts funktioniert es ja auch. Ja, ihr merkt schon, ich bin angetan, aber ich mache immer den gleichen Fehler. Ich komme hier auch beim Fahren schon wieder viel zu viel. Dann ins Fazit, was wir jetzt mal machen wollen, ist zurückfahren. Und ich werde euch ein Skala-Fazit zeichnen. Kommen wir zum tschechischen Fazit, Freunde. Und ich habe dieses Auto gefahren und dann fahre ich ja oft viele Luxusvarianten von allen möglichen und ich habe mir die ganze Zeit eigentlich nur eine Frage gestellt. Was zur Hölle brauche ich mehr an Auto als dieses Auto? Ich brauche kein SUV, ich brauche eigentlich nicht mehr Leistung, ich brauche eigentlich nicht mehr Platz, ich brauche eigentlich nicht mehr für den Alltag. Warum? Naja, wir haben hier innen verdammt viel Platz, wir haben eine richtig hohe Ausbaustufe vom MQB A0, das ist richtig groß, dieses Auto. Platz auf der Rückbank, viel Platz im Kofferraum, Platz vorne. Ja, und dann haben wir einen konnektiven Innenraum mit Apple CarPlay, Android Auto, Over the Air mit Kabel. Ja. Konnektivität, Infotainment, Riesenthema. Wir haben Platz, es ist stylisch innen und vor allem auch außen. Es ist zurückhaltend gleichzeitig. Wir haben einen modernen Motor, der durchzugskräftig ist und gleichzeitig wenig braucht. Ja, und eben die Optik, damit kann man überall hinkommen und gleichzeitig ist man auch immer gut angezogen. Und ich frage mich, was will ich mehr an Auto haben? Lasst mir gerne eure Meinung dazu da, wie ihr das seht.
Seid ihr eher VW-Verfechter, mögt ihr Audi lieber, aber das kostet halt auch immer ein bisschen mehr, ne? Ach, apropos Preis bei diesem Auto, das ist ganz interessant, denn der beginnt schon bei 17.350 Euro. Die Negativlinge unter euch sagen, aber der Rapid, der hat 16.450 gekostet, ist 900 Euro mehr. Stimmt, aber dieses Auto ist ja auch größer, neuer, moderner, kann mehr. Der Aufschlag ist nun wirklich gerechtfertigt. Aber die Nörgler sagen auch zum Recht, ja, 17.350, dafür bekomme ich genau gar nichts. Stimmt natürlich, denn naja, so wie er hier steht, da kostet er schon 21.500 Euro in der Basis mit dem Motor. Und dieses Auto mit dem größten Motor dann, mit dem Vierzylinder-Benziner mit 150 PS, ja, das ist dann schon bei 25.200 Euro mindestens. Aber damit ist er natürlich nicht genug für VW-Konzern, der weiß ja, wie er Geld verdient. Aber Skoda ist da ein bisschen zurückhaltender. So wie er hier steht, ist dieses Auto bei 26.950 Euro. Ja, mit der Ausstattungsvariante Style und mit dem Motor hier drin. Dazu kommt dann natürlich noch die Pakete. Wir werden dieses Auto so in etwa auf 32.000 Euro bekommen. Aber 32.000 Euro, da haben wir ein rundum sorglos Paket für die nächsten Jahre. Finde ich richtig gut. Simple, clever Lösung. Zurückhaltend, gleichzeitig modernes Auto. Mein Gott, ist das gut? Das ist wirklich gut. Ja. Okay, ich höre auf, mir fällt doch nichts mehr ein. Ich hoffe, das Review hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr findet uns von www.derautotester.de auf Instagram, Facebook. Wir sind ein ganzes Team, abonniert uns da, das seid ihr umfangreich, in aller Kürze, mit Bildern, kleinen Texten informiert. Alles Aufwendigere, die Fahrberichte, findet ihr auf www.derautotester.de. Auf YouTube habt ihr uns hoffentlich gefunden. Denkt vielleicht drüber nach, die Glocke anzumachen, uns, mich zu abonnieren. Ich bin übrigens der Jan, wird mich tierisch freuen, macht mich zu einem glücklichen Mann. Ja. Kommentiert wirklich gerne, ich beantworte euch alles. Ja, der Metzger schlachtet bei uns noch selbst, bin gar kein Metzger, ist Quatsch. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ja, und bis bald, Freunde.